Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal zu einem neuen Video. Diesmal werden wir ein Mod-Vorstellungsvideo machen. Und zwar über den Asset-Personen-Mod vom lieben Ingo. Der hat sich nämlich gedacht, als seinem ersten Mod, den er jemals gebaut hat, nimmt er natürlich Menschen. Ist ja auch ganz logisch. Ne? Ist ja nicht auch das Schwerste überhaupt. Aber gut. Wir wollen uns mal die ganze Sache anschauen. Ich bin der Meinung, es ist ganz hervorragend geworden. Und es geht natürlich genau um diese Menschen, wie ihr seht, ja. Und da werden wir uns natürlich erstmal alle Menschen ganz genau angucken, wie er es gemacht hat und wo die zu finden sind. Und dafür werde ich mich mal kurz entfernen, dass wir hier ein bisschen mehr sehen. So, und da wären wir. Um die ganzen Menschen geht es hier. Und der Mod ist bei Steam und wird auch noch bei transportware.net zum Download angeboten. Angeordnet ist er folgendermaßen: ganz normal hier unter Assets, Sonstiges, Verschiedenes. Und dort haben wir auch schon die beiden Personen eindeutig zu erkennen. Und wenn wir hier raufgehen, dann hat der Ingo uns hier ein wunderschönes Menü gebastelt. Wir können hier in verschiedenen Rubriken wählen. Einmal Freizeit, elegant, Thema. Es gibt jeweils fünf Personen und jeweils natürlich Mann und Frau. Das heißt, wir haben hier 30 verschiedene Leute. Und einmal die Extrakategorie Arbeiter in dem Fall, wo wir sagen, wir haben hier verschiedene Arbeiter. Das sind die hier auf der Seite. So, aber wir gucken uns jetzt mal alle ganz genau an. Also wir gehen auf Freizeit und dort geht es natürlich direkt hier vorne los. Ich mache mal das Kameratool an, dann sehen wir das ein bisschen besser. Natürlich sind die ganzen Menschen auch animiert. Das sind nämlich eigentlich vanilla-eigene Menschen, die Ingo nur repainted hat. Also wir sehen hier schön die ersten zwei in Shorts, Kniestrümpfe, Hawaii-Hemd. Dann die zweiten, naja, ihr seht es ja selber. Es ist wirklich sehr, sehr schön und auch sehr, sehr detailliert, muss ich sagen. Also, wenn wir uns das mal so anschauen, man hat hier so, ja, so ein Löwen vorne auf dem T-Shirt drauf. Sehr, sehr cool. Wahnsinn. Sehr schön. Bei der Gruppe 2, elegant, sehen wir ja schon. Die sind natürlich alle dementsprechend schön gekleidet. Einfach hier auf elegant gehen. Dann haben wir hier dementsprechend, wie wir schon sehen, den Mann. Bei der Frau haben wir die Frau. Ganz, ganz zauberhaft. Auch wieder sehr, sehr schön detailreich gearbeitet. Sogar die Schuhe umgefärbt, ja. Sehr schön. Und die dritte Variante wäre jetzt Thema. Thema, logisch, wie man es schon kennt, geht es natürlich um ein gewisses Thema. Wir haben hier zum Beispiel zwei Kinder. Sehr putzig. Priester und Nonne. Dann hier ein Ehepaar, das ein Hochzeitspaar besser gesagt. Sogar zwei Leute in Tracht, auch sehr schön. Und vielleicht zwei, naja, wie könnte man es sagen, am Strand oder vielleicht Golfer. Er sieht so ein bisschen vielleicht aus wie ein Golfer, ja. Also sehr, sehr cool. Sogar mit Schleifchen auf dem Rücken. Ist ja Wahnsinn. Also ich muss sagen, da hat er sich wirklich selbst übertroffen. Die Kinder sind ja nur eindeutig zu erkennen. Schön. Ja, das sind die ersten 30 Leute. Und des Weiteren haben wir natürlich die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen Arbeiter. Die können wir hier unter auswählen, dann hat das obere Menü in dem Fall keine Bewandtnis mehr. Und die schauen wir uns jetzt natürlich auch mal genauer an. So, dann haben wir hier als erstes Flugplatzarbeiter oder so was in der Art vielleicht, ja. Normaler Straßenarbeiter, auch sehr schön. Ein Matrose. Eine Stewardess. Ein Schornsteinfeger. Ein Jäger und ein Farmer. Sehr, sehr cool. Natürlich hier vorne ein Koch. Das erkenne ich sofort. Dann so ein Hausmädchen, eine Hausdame. Putzhilfe. Ja, unten. Und ein Polizist, schön aus dem Osten. Den dürften ja nur alle kennen. Zauberhaft.
wirklich, wirklich zauberhaft. Natürlich sehen die von hinten alle auch alle sehr exzellent aus. Also da ist wirklich sehr, sehr cool. Ich denke, das ist eine sehr, sehr schöne Bereicherung für das ganze Spiel. Des Weiteren hat der liebe Ingo natürlich hier verschiedene Möglichkeiten gemacht. Zum Beispiel können wir jetzt hier den Arbeiter 2 nehmen und können sagen, der soll sich bitte um 90 Grad hinlegen. Natürlich können wir ganz normal M und N, die ganzen Schichten hier drehen, Punkt und Komma in der Höhe verstellen. Und so könnten wir natürlich sagen, okay, der liegt jetzt unterm Auto. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, haben wir hier, oho, und wir können ihn auf den Bauch drehen. Also dann liegt er auf dem Bauch verkehrt rum. Wie ihr das dann einsetzt, das ist natürlich komplett eure Sache. Dann gibt es natürlich auch wieder die Position sitzend. Die können wir natürlich auch in verschiedensten Varianten hier einpflegen lassen. Also wir könnten den jetzt auch so hinsetzen. Oder verkehrt rum. Also ich denke, da gibt es schon einige lustige Möglichkeiten, die man vielleicht sich ausdenken könnte. Szenerien, die man bauen kann. Natürlich geht das bei allen Personen. Ja, um aus dem liegenden System wieder rauszukommen, drücken wir einfach, ach nö, wir möchten es doch nicht. Ja, relativ einfach. Wieder stehend. Und schon können wir wieder ganz normal unsere Arbeiter setzen. Wie gesagt, das X drücken, um hier hochzukommen. So, und das soll es auch schon gewesen sein. Da gibt es ja nicht so viel zu sagen. Die sehen ganz hervorragend aus. Ich glaube, ich spreche auch im Namen von Ingo, wenn ich sage, lasst gerne einen Kommentar da. Belobigt ihn. Vielleicht können wir uns auf ein paar weitere Mods von ihm freuen, weil anscheinend hat er ja wirklich drauf auf dem Kasten. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst auch gerne bei mir einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder ein Abo, wie es euch gefällt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.